Servus und hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder Deutsche Eishockey-Liga mit den Kölner Haien und es geht ran gegen die Krefeld Pinguine. Das letzte Spiel haben wir gewonnen, soweit ich weiß. 3-0 war das, glaube ich. Ist schon ein paar Tage her. Auf jeden Fall sind die Krefeld Pinguine letzter in der DEL, das heißt, die sollte man schon schlagen. Wenn wir, hier ist übrigens Kyle Klubertanz, der bei den Caps spielt, habe ich gerade gesehen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, würden wir auf den 6. Rang vorrutschen. Die Münchner und noch ein paar ist vor der. Die haben ein oder zwei Spiele mehr. Münchner hat zwei Spiele mehr und die davor haben, glaube ich, ein Spiel mehr. Und ja. Sprich, wir wären dann auf Playoff-Teilnahme fix. Fixe Playoff-Teilnahme, so. Und das ist natürlich das Ziel. Top 6 ist natürlich, sollte schon drinnen sein hier in Köln. Aber jetzt gucken wir erstmal auf dieses Spiel und auf dieser Pass, der nicht durchkommt. Und Max Reinhardt, uiuiui. Und Bussier. Oh, Jones kommt dann nicht ran. Weinonen, Vasiljev, so Gott. Übrigens, Gustav Fesslau ist heute im Tor. Der sich zum Backup-Keeper entwickelt hat in dieser Saison. Junusov ist ja überragend. Er hat einen Gegentor-Durchschnitt unter 1. Also das musst du erstmal zusammenbekommen. Ja. Yeah. Oh, da ist es 1-0 für Köln. Denn ich bin nur ne Köln-Jung. Und mir jetzt, dann lebt man auf der So, ich habe jetzt an dieser Stelle nichts gesagt, weil ich ja die Torhymne beim Bearbeiten einfüge und ich habe vergessen, die das auszuschalten. So. Und jetzt geht's weiter. Erster Schuss, erstes Tor, ja. Lol. Raffelt bisher nicht der schlechteste Einkauf, hat schon ein paar Punkte gescored. Also, ach du Scheiße. Ja, komm, geh rein. Ah, was war das denn? Wenn ich jetzt ein Tor kassiere, ist es bitter. Boah. Wobei gibt es jetzt Powerplay für die Pinguine? Ich habe keine Ahnung, ob die ein gutes Powerplay haben. Das könnte man auch in NHL 18 einführen, dass man endlich nicht sieht, was für ein Powerplay oder Penalty Kill, dass sie so haben und nicht pro Spiel. Was bringt dir das pro Spiel, bitte? Du kannst das schlechteste Powerplay der Liga haben, aber drei Powerplay-Tore dann auf einmal schießen. Und du kannst das beste Powerplay der Liga haben und aus 7 Powerplays kein einziges Tor erzielen. Also ich finde das total dumm. Oh, Jesus, Wessler, richtig guter Save. Noch 44 Sekunden Unterzahl. Und da ist es 1-1, weil ich mich da komplett nur auf den einen Spieler fokussiert habe, mit dem das Torraumduell zu gewinnen, habe gar nicht darauf geguckt, wo der Puck ist. Dragan Umicevic. Der hat doch letzte Saison, also vorletzte 16-17, ne, 15-16, sorry. 15-16 in Köln gespielt. Oder? Du musst das nochmal an, da pass rüber, dann zurück und ja, okay, war schön ausgespielt.
belt goal scored on the power play by number 84, Dragan Umechevic, assisted by number 23. Und Gogola jetzt. Erste Linie auf Meyers, Gogola. Ach Gott, was war denn das für ein Pass, ey? Mann. Da, so ein Pass will ich sehen. Ah, fuck. Oder doch? Ah, Mann, was ist das für ein Schuss, Alter? Wohin? Kremmer. Einer unserer Top-Torschützen. Oh, Kretschmann. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Ey, komm. Ist doch ein Witz. Alle mit M. Bei Krefeld. Lol. Ah, ne. Boah. Ah, Mann! Ich hoffe, der Schuss geblockt ist. Ja, natürlich. Sag mal, die dominieren uns ja richtig. Die machen da Spielzüge im Angriff und was? Oh, das könnte eine gute Chance werden. Ah! Max Reinhardt. Ui! Damit war's das mit dem ersten Drittel, 1:1. Ja, 9:1 Schüsse. Niklas Treutle, 0% Fangquote. Ja, kann man mal machen. Weil ich hatte noch nie nur einen Schuss in einem Drittel. Also im ersten Drittel. Und Kremmer. Kremmer, was macht er? Kremmer. Jawohl, Strafe. Rüber, dann nochmal rüber und Schuss. Ah! Ja! Nein! Nein! Was war das denn? Leck mich fett. Oh. Wer ist der Mark Mancari? Und los geht's. Powerplay. Aufbau über Sean Leland. Oh, Jones. Oh, Kremmer. Ja, fast. Ja, der war, der war drinnen. Hallo. Der war. Jawohl, 5 Kilo. Ey, der war drinnen. Ich muss die perfekte Kamera finden. Der war drinnen. Oder hier kann man zoomen. Boah, ja, natürlich holt er den von der Linie. Alter. Ist hier so eine. So. Boah, Alter. Der war von der Linie geholt. Alter, jetzt habe ich auf einmal 4 Schüsse gehabt. Ey, aber das war wirklich eine Top-Aktion vom Verteidiger. Ich glaube, das war Kyle Sonnenburg. Ja, das so herbei gestimmt kam. Na, du Pfosten Gogola! Oh, Erhoff.
Ey, die sind doch einfach zu blöd, um sich frei zu rennen im Aufbau. Oh. Alter. Boah, ja. Oh. So eine Scheiße. Das ist mal ein... Nein, wo rennst du denn hin, Reinhard? Oh, schön eingesetzt von Reinhard, aber das bringt mir nichts, wenn wir an den Pock nicht kommen. Jawohl, Sulzer! Dann so was... Ja. Mann! So eine Scheiße, ohne Spaß. Nein! Was ist denn das, ey? Haben die alle ein Fliegengewicht oder was? Da macht einen kleinen Schubser und der... Boah, ey. Ja, Turnbull. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ist schon klar, ist klar. Ja. Alter, ey. Junge. Ui, weg. Jawohl. Oh, fuck. Was war der Abseits, Mann? Scheiße. Danke. Ey, das ist doch so scheiße. Wo geht der Wesslau denn hin? Der sieht doch, dass da keiner steht. Blinde Fotze. Verlieh noch den Krefeld. Junge, jetzt kommt wieder kein Pass durch bei den Pfosten. Jawohl, Strafe. Ey. Nein! Alter. Ey, das ist doch nur mehr ein Witz. Was kann er machen? Spinorama! Mal Risiko nehmen den Torhüter raus, vielleicht schaffen wir ja das Anschluss. Oder den Ausgleich. Wurde gewonnen.
Alles klar! Hau mir halt den Stock aus den Händen, du. Da gibt's natürlich keine Strafe, ja. Wir müssen jetzt natürlich angreifen, um zumindest den Ausgleich zu schaffen. Geht der Umicevic mir auf die Säcke, so ein. Auf die Säcke, weil ich auch so viele Säcke hab. Den Sack. Oh! Gott! Auf geht's, Kölner Haie, schießt ein Tor. Geht doch einer. Boah, Mann, ey. Ey, ist unfassbar. Machen Druck ohne Ende. Wo rennt der Jones hin? Der rennt hinters Tor. Oh, war das gut gespielt. Oh, was macht der Lalonde denn? Steht da wie so ein Stein nach vorne. Komm, YOLO. YOLO Bob. Jetzt alles nach vorne werfen. Alles, was ich habe. Jawohl, wieder Strafzeit. Komm jetzt. Oh, Herrhoff! Gott, sind die bescheuert, ey. Also wenn man gegen den letzten so auftritt, dann hat man es gar nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Komm jetzt. Ich... Oh. Passt da nicht durch! Wieso nicht? Hey! Ja.
Boah, Alter. Und Empty-Net. Boah. Abstoppen. Zurück. Sulza, du Idiot! So. Ja, 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 nein! Geh doch rein, ey, das gibt's doch nicht! Boah, ey, komm! Jetzt der Angriff. Was mach, was war da das denn für ein Aufbaupass, ey? Was war das? Dieses Spiel ist... Ey, das sind solche Bobs! Das sind solche Bobs, wirklich! Das sind solche Bobs! Ich pack das nicht. Ach, gegen Ingolstadt spielen wir als nächstes. Jawohl, da werden wir dann richtig rasiert. Da werden wir richtig rasiert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, ein Abo wäre auch ganz schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.